Also zu den Privilegien ist mir vorhin noch aufgefallen. Erstmal gibt es keine Möglichkeit mehr, jemanden zu beleidigen. Das heißt, es mit dem Fechten hat sich erledigt. So gesehen ist also Satisfaktion jetzt keine Möglichkeit mehr, um den Vogt aus dem Amt zu kriegen. Die einzige Möglichkeit, die es jetzt noch gibt, ist wirklich über Prozesse. Dann kann ich euch mal vorführen, wie das läuft, wenn man nicht selbst am Drücker ist. Im Übrigen, die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, hier der Kirchenzehnt. Für mich ist der sowieso auf Null. Und da ich hier Einkünfte am Kirchenzehnt habe, 20%, bricht den jetzt richtig voll auf. Man muss auch sehen, wo man bleibt. Mal jetzt zu dem Söldnern. Wo habe ich denn jetzt überall welche? Ich werde die jetzt erstmal wieder alle zu einem Punkt schicken. Noch ein paar neue anwerben. Handel habe ich den schon eingestellt. Sieht verdächtig danach aus. Gut. Ja, also jetzt zu der Sache, wie ich den Vogt loswerden will. Man kann hier, ich kann den ja ausspionieren lassen. Tue ich auch gerade. Und ich habe zwei Beweise gegen ihn in der Hand. Damit ein Gericht ihm des Amtes, ihm sein Amt entzieht, brauche ich mindestens 6 Beweise. Die Schwere der Strafe hängt nämlich von der Anzahl der Beweise ab. Das heißt, würde ich ihn jetzt verklagen, würde er, was weiß ich, eine Geldstrafe kriegen oder für ein Jahr einen Schuldenturm oder irgendwie sowas. Also zwar schon eine Strafe, aber nicht das, was ich brauche. Also ich fasse nochmal zusammen. Man kann, wenn man jemanden loswerden will, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann ihn mit Prozessen aus dem Amt kriegen. Das funktioniert erstens, wenn man Justizberater oder irgend so ein Amt hat, dass man das Strafmaß selbst festlegen kann. Oder aber man sucht Beweise. Wenn man genug hat, funktioniert das auch. Zweitens kann man eben durch Fechten jemanden rauskriegen. Je nach Fechtfähigkeiten dauert das mehr oder weniger lange. Wie gesagt, ist aber auch zufällig. Das ist im Übrigen aber auch die Zeit, wie lange es braucht, um diese 6 Beweise durch die Spionage zu kriegen. Das ist auch zufällig. Also zeitlich könnt ihr darauf gar nichts Einfluss nehmen. Und eben durch Anschwärzen. Für das Anschwärzen braucht man nicht notwendigerweise Beweise. Das Problem ist, das ist auch zufällig, ob die euch glauben oder nicht. Und wenn sie euch nicht glauben, dann sinkt einmal der Ruf bei der Person, der ihr das erzählen wolltet, und einmal bei der Person, die ihr anschwärzen wolltet. Das heißt, ihr würdet bei beiden weniger beliebt sein, und das kann dann ganz gefährlich nach hinten losgehen. Also 3 Möglichkeiten: Prozess, Fechten, Anschwärzen. Mehr gibt es nicht. Gut, nachdem ich das so schön zusammengefasst habe und jetzt, glaube ich, alles eingestellt habe, auf zur nächsten Runde. Ist auch was Schönes. Tja, doch ein ganz schön tiefer Sturz. Thank you.
Die Belagerung dauert an. Das ist sehr frustrierend. Alles noch mal überprüfen. Ja gut, scheint alles richtig zu sein. Räuber und Soldaten. Die sind jetzt alle in Waldenfels. Gut. Dann werde ich jetzt Hohenfels angreifen. Mit allen Männern, die ich zur Verfügung habe. Und wie schaut es mit meinen Spionen aus? Vier habe ich jetzt. Zwei brauche ich noch. Man muss die Spione übrigens nach einer gewissen Zeit, ich glaube es sind 5 Jahre, muss man die wieder drauf schicken, weil dann man bezahlt die nur für einen bestimmten Zeitraum. Danach muss man das neu starten. Das heißt, die Attacke verlief im Sande. Ich bin der Meinung, ich hätte eindeutig gewonnen. Das ist doch ein Dreck. Das probieren wir gleich nochmal. Wie gesagt, ich war der Meinung, dass ich gewonnen habe. Und ich denke, das werde ich Ihnen jetzt beweisen. Könnte natürlich jetzt neu laden, aber so knapp bei Kasse bin ich nur auch nicht, dass ich mit dem kleinen finanziellen Verlust nicht verschmerzen könnte. Immer noch nur noch 4 Beweise. Sabotage, betreibe ich die eigentlich noch bei diesem komischen? Ich glaube, der Kerl, der meine Stadt belagert, ist inzwischen. Ja, das war der Finanzberater, den sie abgesägt haben. Der ist Priester in Kronsbach. Betreibe ich bei dem noch Sabotage? Mal gucken. Jetzt betreibe ich da wieder Sabotage. Das muss man auch alle paar Jahre erneuern. Hier habe ich es eingestellt, da habe ich es eingestellt. Hier. Hier. Gut, alles fertig.
was mit dem Zustand der Burg gemeint ist. Da, das, damit ist sowohl der Schutz als auch die Bettenanzahl gemeint. Ach, verdammt. Ingolf, wenn ich verliere, zahlt meine Versicherung. Wenn ich gewinne, hat er Pech gehabt. Ich kann leider auch nichts gegen diese Belagerung machen, weil ich kann nur dafür sorgen, dass er eben durch die Sabotage Geld verliert und sich dann die Belagerung vielleicht nicht mehr leisten kann. Aber ich kann da wirklich nichts gegen tun. Glaube, ihn einzusperren hätte auch keinen Effekt. Vier Beweise. Ich muss meine Spione erneut hinschicken, weil mir noch zwei Beweise fehlen. Ich werde mal speichern. So, ich mache jetzt eben noch den Handel hier fertig. Dann ziehe ich meine Männer zusammen. Hohenfels. Dann Hohenfels hier eben aufrüsten. Wie gesagt, hier Sicherheit ist ziemlich weit unten. Zusätzliche Kasematten für meine Leute. Ich denke, ich offeriere auch noch mal eine Werbeprämie. Ja. Spione hatte ich jetzt auf den hier angesetzt. Vier habe ich. Ich wollte jetzt auch noch, hatte ich mir überlegt, auf diesen komischen Priester welche ansetzen. Ich will mal ausprobieren, ob ich ob ich die Belagerung stoppen kann, indem ich ihm für ein Jahr einen Schuldenturm sperre. So, das war es auch. Thank you.
Auftrag, den Meucheltan angreifen. Der gehört dem Vogt. Aber das kann mir ja eigentlich egal sein. Dann bleibt er ja sowieso nicht mehr im Amt. Und der hier gehört Herzogin Lisa, Justizministerin. Naja, was soll's. Mit der habe ich jetzt sowieso nichts zu tun. Handel hatte ich eingestellt. Mal gucken, ob meine Spione schon erfolgreich waren. 5 Beweise, einer fehlt noch. Und wie schaut's da aus? 2. Ich glaube, ich brauche mindestens 4, um ihn in den Schuldenturm zu kriegen. Überfall hatte ich eingestellt. Gut, dann noch eine Runde. Hier, Andreas Verstärkung, ne? Der Kleine hier. Wie schaut es eigentlich aus? Ich glaube, meine Wagenanzahl nimmt langsam ab, so oft wie mir welche kaputt gehen. Gut, damit exportiere ich zwar gerade nichts von der Stadt aus, aber... Hier habe ich auch nur noch 11. Die sind dann auch alle im Einsatz. Hier mache ich auch mal neue. Und hier auch. Handel habe ich eingestellt. Meucheltan wird aufgerüstet. Alles, was ich noch auf hohem Fels habe, muss dahin. Und von dort aus werde ich dann den Henkerswald angreifen. Und dann hat sich das mit dem Überfällen auf meine Karawanen, Transporte, was auch immer, erledigt. Sechs Beweise. Das müsste reichen. Ich kann den Vogt anklagen, jetzt endlich. Ist er das nicht, der Knirsch? Ja. Ist er. Und der wird auch nicht mehr spioniert oder sabotiert. Das scheint sich automatisch zu ändern, nicht zu ändern, zurückzusetzen, wenn der befördert wird. Sonst hätte der dann noch Spione dran oder irgendwie sowas. Gott, ich kann den Kerl nicht leiden. Also, Prozess initiieren gegen den Vogt. Was heißt, die schaffen den beiseite? Haben die mich bestohlen oder was?
Wie viele Taler wollt ihr in Zeugen und Richter investieren? Volles Programm, muss ja auch was hermachen. Euch und verliest die Anklageschrift. Man beschuldigt den Angeklagten, dass er gegen folgende Finanzgesetze verstoßen hat. Ihr habt versucht, euch andere mit Talern gefügig zu machen. Ihr habt euren Arbeitern Hungerlöhne gezahlt. Was für ein Elend! Man beschuldigt den Angeklagten, dass er gegen folgende Strafgesetze verstoßen hat. Ihr habt unschuldige Reisende überfallen lassen. Mit eurem Waffenhandel habt ihr den Landesfrieden gefährdet. Ihr habt entgegen höchster Verbote eure Transporte von Söldnern beschützen lassen. Ha! Ihr habt finstere Mordbuben in Lohn und Brot gestellt und Angst und Schrecken... Ich glaube, das waren jetzt alle sechs. Der Angeklagte erwidert, nichts von alledem habe ich getan. Das Hohe Gericht hat eure Zuwendung erhalten. Die Verteidigung besticht das Hohe Gericht. Es kommt nun zu einer Entscheidung durch das Gericht. Ein Indiz dafür, dass, dass ihm das richtig schaden würde, wenn er schuldig wäre, ist, dass er das nicht zugegeben hat. Sonst, wenn das nur so halb schlimm ist, dann gesteht er das ja zumindest teilweise. Die Prozesskosten trägt der Angeklagte. Tja, und weg ist er.